Das ist der Janosch, hat gesagt, mit dem Ding kannst du bei schönem Wetter 3 Tage ein Wochenende machen. Alter! Ist gut? Ja, jetzt nicht mit gerechnet. Aussicht auf 7 Gebirge. Ja? Wir haben ja vor kurzem einen Buschcamper bekommen von 4x4 Weltreisefahrzeuge buschcamper.com. Da ist er. Er ist modifiziert worden. Und der Julian, der hat ihn wirklich so genial umgebaut. Und vielleicht kommt ja dann demnächst ein richtiger Buschcamper hinten drauf. Solange, wie wir das noch nicht haben, haben wir kurz mit denen abgesprochen, kriegen wir jetzt von Crawler. Die haben wir gekauft vom lieben Janosch. Hallo, guten Sven. Morgen. Guten Morgen, Sven. Königswinter, heute Morgen war es schon ein bisschen kalt. Ja, jetzt scheint aber die Sonne. Gestern hat es den ganzen Tag geregnet. Heute scheint schon die Sonne. Bis da kommt der Sonnenschein. Ne? So, wenn du mal kurz mitkommst, das ist die Kabine. Ja. Das Besondere an der Kabine ist, sie ist sehr flach. Du kommst damit in jeden Nationalpark in Afrika rein. Ja, und dort, wo du nicht reinkommst, da macht er sich schon Platz, weil die ist auch sehr robust. Das heißt, Äste, Bäume und sowas, das stört den gar nicht. Ist genietet, wie man sieht, das heißt auch verwindungssteif, also den einen oder anderen Schlag kriegt sie ganz locker mit, ohne Probleme. Hat eine Solarzelle auf dem Dach. Wie viel Watt hat die? Die hat 160 Watt. 160 Watt Solar hat sie auf dem Dach. So, und die ist auch ordentlich hier verschafft alles. Das kam so original ab Werk. Die kommen auch mit der ganz tollen Standheizung mit drin, die fast eine Kopie ist von der, der Autotherm, aber... Es steht drauf. Ebersbecher. Eine Ebersbecher. Genau, ganz einfach, ordinäre Ebersbecher. Schön laut, schön robust, muss man sagen. Da ist eine Batterie mit drin, da ist ein richtiges. Wir gucken auch gleich mal rein. Jetzt ist die erste Frage, wie kommt das Ding, wie kommt das jetzt hinten auf die Pickup-Ladefläche? Ist es der da oder? Nein, das ist deiner, aber da sind normalerweise die Füße, die bekommst du auch mit. Aber dein Buschcamper ist ja einen Ticken höher gelegt. Und deswegen nehmen wir einfach den Stapler. Das ist einfacher. Und du musst ja auch wieder weg. Du musst ja weiter filmen. Deswegen. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, haben wir insgesamt. Ja. Okay. So, da hängen jetzt hier so Zoogurte. Ist das professionell? Was sagt hier die Berufsgenossenschaft? Wird das aushalten? Weil der wiegt gar nicht so viel, oder? Der wiegt gerade mal so 450 Kilo mit der Ausstattung. Also pro Zoogurt sind das gerade mal 120 Kilo. Das müsste so ein Zoogurt aushalten. So, unser Buschcamper kann übrigens, glaube ich, über eine Tonne. Aber das zulässige Gesamtgewicht ist natürlich 2,55 Tonnen wiegt er leer, so wie er jetzt da steht. Plus diese mit mir ins drin, ja. Deswegen wiegt er leer dann nochmal 100 Kilo weniger oder 90 Kilo. Was ist da alles mit drin? Hier ist ein Tank drin, das ist für die, ich nehme mal für die Heizung, oder? Ja, genau, ist für die Heizung. Der saugt sich ja den Sprit hier unten an. Und dann wird die Standheizung hier in diesem Kasten damit befüttert. Innen drin kommt natürlich die heiße Luft. Die Luft für die Heizung zieht er sich ja hier aus diesem Teil. Und da ist der Auspuff, damit man drin ungestört auch schlafen kann. Okay, so jetzt sind es hier noch Ösen dran. Die haben die Funktion, damit wird es dann festgemacht später, oder? Genau. Fest sitzt er eigentlich auf dem Boden. Also sobald er sich mit dem Fahrzeug verbindet, ist er eigentlich schon fest drauf. Das ist so wie meine Hand. Wenn ich die hier drauf setze, ist sie auch nicht mehr so leicht wegzubewegen wie hier frei in der Luft. Solange das Ding in der Luft hängt, ist es natürlich frei in alle Richtungen. Aber ähnlich muss man sich das vorstellen wie ein Hängeschrank in der Küche. Dort hält auch nicht der Dübel, sondern letztendlich die Wand. Der Dübel fixiert das nur, dass der Wandschrank an der Wand hängt. Und so ist es hier auch mit den Zurgurten. So, hier, was ist da drin? Da kommt eine Gasflasche drauf. Später. Da kommt eine Gasflasche, die habe ich schon reingelegt. Genau, ich habe dich nämlich am Ende montieren. Da hast du sogar abgeschlossen, damit hier keiner die Gasflasche klappt. Da ist auch ein Schlüssel mit dran, du kannst abschließen. Genau. Die Frage aller Fragen, die die Leute immer gestellt haben, was ist denn, wenn einer die Tür, ich bin jetzt drin, das zeigen wir aber gleich, mach's zu und da macht jemand hier die Klappe hoch. Also das kommt ja später, wird ja hier draufgeladen, auf den, da ist übrigens schon mein Porta-Potty, denn auch ich muss ja mal aufs Klo. So, da kommt es dann drauf und jetzt würde einfach jemand das Ding hochmachen. Ja, man tut hier ein Vorhängeschloss rein. Ein Vorhängeschloss. Ein Vorhängeschloss, einfach ein billiges Vorhängeschloss. Da kann dann bleibt es ja hier stehen. Habt ihr es jemals gehabt, dass jemand zugemacht hat? Nein. Aber ich sag mal so, wenn jemand mit seinem Morello dann hier vorparkt und die Frau
hält das Ding hier oben drin, dann bist du halt auch der Gefangene in deiner Kabine. Also es gibt immer eine Möglichkeit, jemanden in ein Fahrzeug einzusperren, wenn man jetzt auch nur ein ganz normales Wohnmobil hat und jemand parkt daneben, da kommt man auch nicht mehr raus. So, dann schraub mal ab. Das machen wir gleich in Teil 2. Also das hier wird entfernt, damit wir es etwas besser einladen können. Ja, dann ist es ein bisschen entspannter. Links und rechts, ein bisschen entspannter. Da brauchen wir nicht auf jeden Millimeter gucken. Das sieht anschließend richtig gut aus. Dann wird das anschließend hiermit verzurrt, hier an diesen Originalpunkten, oder? Genau, da machen wir die Zurpunkte dran. Und cool, dann habe ich ein Wohnmobil. Dann hast du ein Wohnmobil Buschcamper. Ja. Ist das verbunden mit der Fahrzeugelektrik? Kann man das machen, dass der lädt zum Beispiel hinten an der Anhängerkupplung? Ja, das könnte man machen. Man braucht dann aber auch einen Batteriebooster, damit man aus den 12 Volt, die dann nach hinten geliefert werden, auch 13 Volt macht, damit die Batterie dann anfängt zu laden. Es ist ein modernes Fahrzeug. Moderne Fahrzeuge liefern ja keinen Strom mehr, richtigen Ladestrom mehr an die Elektrik, an die Bordelektrik. Also im schlimmsten Fall wird dann die Aufbaubatterie leergezogen, weil das Fahrzeug merkt, da ist noch Strom da hinten. So, und dann schauen wir uns gleich mal an. Da ist es und ja, du schraubst mal ab und dann geht's hoch. Bis gleich, Teil 2. Tschüss. Der Alex ist, glaube ich, Kfz-Meister, oder? Ja, Mechaniker, ne? Du bist Kfz-Mechaniker und da lernt man zum Beispiel die Bedienung einer Ratsche, oder? Ganz präzise, allen Varianten. In allen Varianten. Rechts rum und links rum. So, das heißt, jetzt werden die Seitenteile abgeschraubt. Das macht Sinn, oder? Das macht Sinn, dass wir einfach mehr Platz haben, wenn wir die Kabine aufsetzen, dass wir nicht anfangen, schon die ersten Kratzer irgendwo drin haben. Das hat sich ganz gut bewährt. Aber die kriegt ja eh Patina im Laufe der Zeit. Aber sie soll vielleicht nicht bei der Auslieferung direkt. Genau. Oder? Die Patina, da darf der Kunde dann selber für sorgen, wie sich das gehört. Okay. So, als du hier natürlich begonnen hattest, das waren. Ist aber normal, dass ihr irgendwann mal so mit Campern hier gehandelt habt oder ist das schon die ganze Zeit so? Gar nicht, nee, machen wir seit 3-4 Jahren und ja, so ein bisschen hier aus dem Hobby von unserem Chef heraus entstanden. Mittlerweile ist der ein oder andere bei uns im Haus infiziert. Du bist ja selber Camper. Ich bin selber Camper, genau. Ja, so, du kannst das verstehen. Wenn ihr irgendwas macht, ihr macht das in fast allen Fällen immer ordentlich, oder? Da gehe ich mal von aus. Das ist, wenn man was verkehrt macht. Es ist, glaube ich, ziemlich wichtig, also dass die Einbauten, dass alles ordentlich gemacht wird, absolut. Oder? Absolut, ist super wichtig. Vor allen Dingen ist es ja Autos für die vielen Gebrauchsgegenstände, aber so ein Camper ist ja dann doch eher eine Wohnung. Und wer will schon eine Wohnung haben, wo es unordentlich ist oder nicht sauber gearbeitet wird. Sehr schön. So, die Bautenschutzmatte ist drauf. Genau. Jetzt hat der Janosch gesagt, man braucht ein weiteres Werkzeug von Föhr. Hast du hier, das nennt sich Cutter. Das Cuttermesser. Das Universal-Schneidemesser. Genau. Ich glaube, er wollte es aber, dass es so ein bisschen übersteht hinten. Wolltest du überstehen lassen? Ja. Nee. Ich würde es nur hier abschneiden. Ja, ich würde es markieren und dann unten schneiden. Und dann kannst du die hier auch. Achso, du schneidest sie nicht auf dem Lack. Nee, eher nicht. Das ist nicht die beste Idee. Warum? Um gerade was zu markieren. Hat man übrigens noch nie gesehen, auf dem Lack zu schneiden. Das hat noch nie jemand gemacht, oder? Ja, doch. Das passiert halt häufig. bei Folierern. Bei Folierern, ja. Ja, weil die sind es nicht anders gewohnt. Aber mittlerweile, jeder lernt dazu. Jeder lernt dazu. Genau, so sieht's aus. Und ich lerne auch dazu. Wenn die Kabine erstmal drauf ist, dann bekomme ich die Gurte nicht mehr rein. Deswegen tue ich die erstmal. Ach so, da hast du schon gelernt. Ja, dann muss die Kabine nämlich nochmal ab. Ich kann ja hier nicht mehr reingreifen nachher. Ja, du nicht. Ja. So, ich guck mal gerade. Da ist er drauf. Ich meine, mache ich sowas immer gerne vorher. Dann haben wir nachher keine Probleme mehr. Du wolltest da hinten ein bisschen stehen lassen? Hier stehen lassen. Ja, ein bisschen hoch an der Rückwand. Ich glaube, das Festzonen ist auch wichtig, wenn du ja mal extreme Fahrmanöver kriegst mit dem Teil. Das Ding soll ja auch sicher stehen bleiben, oder? Okay. Ja, genau. Das soll sicher fixiert werden auf dem Boden. Der Boden hält ja nachher. Und der soll ja nicht abheben. Und daher muss ich den fixieren. Jetzt bin ich übrigens rund 2 Meter hoch. Ja, ich merke es gerade. Ich kriege Angst. So, wir sind in Königswinter. Heute ist der 15. September 2022. Wir haben unseren lieben Buschcamper aus Franken ja bekommen. Vielen Dank nochmal an das ganze Buschcamper-Team für den Umbau. Und vielleicht gibt es ja demnächst auch einen richtigen Buschcamper hinten drauf. Aber ich hatte ja Julian gebeten, er soll mir einen Toyota Hilux geben, soll den mal richtig umbauen, wie für Weltreisemobile, damit ich damit unter anderem auch andere Sachen transportieren kann. Zum Beispiel die Pakete, die wir jeden Tag in der Firma bekommen, mit Fahrrädern und so weiter. Tolles Transportfahrzeug. Du fährst was für ein Auto privat? Volvo? Ja, ich fahre ein Volvo, ja.
Ja. Ganz ordinären, einfachen Volvo. Ich zeig's mal gerade. Ist aber Zufall, oder? Dass hier lauter Volvo-Schüler stehen. Ja, das ist die alte CI. Wir haben ja mittlerweile eine neue CI und deswegen ist die alte erstmal hier geparkt. So, was, ja. Was ist jetzt zu machen? Das ist das Schneidebrett? Genau. Jetzt machen wir das Ganze hier ein bisschen kürzer. Das ist eine handelsübliche Bautenschutzmatte. Ja. Das ist wichtig, damit nicht unten alles verkratzt wird, oder? Nicht nur das, das ist halt die Auflage ist besser. Also man hat natürlich hier unten drunter nur wenige Auflagepunkte auf dem Originalplateau. Mhm. Und da kann sie ein bisschen verrutschen. Und eine Bautenschutzmatte tut man auch unter die Waschmaschine. Und beim Schleudern tut die sich ja auch rütteln, und wenn du damit vorhast, im Busch rumzufahren, dann rüttelt halt auch der Aufbau drauf und dann ist das halt etwas gefederter. Die ist schon ziemlich stabil, muss ich sagen. Ziemlich stabil, ja. Die sind, glaube ich, aus Altreifen gefertigt. Aus Altreifen. Ja. Schon. So. Ja, heute geht ja die Fahrt weiter noch zu Liontron übrigens. Von links, zwei. Wir werden bei Liontron oder Liontron, wie die Leute sagen, heute mal das Werk besuchen, mal zeigen, wie Batterien konfektioniert werden. Vielleicht kriegt ja unser Aufbau auch heute eine Liontron, Lithium-Ionen-Batterie noch rein. Wenn ich lieb bin, haben die Liontron-Jungs gesagt, kriege ich vielleicht eine neue Lithium-Ionen für unseren Crawler. Ja, was empfiehlt sich da, Alex? Welche Batterie würdest du da nehmen? Also ich hatte gedacht an eine 340 Amperestunden Arctic. Kann man natürlich machen, da ist man wirklich zwei Wochen autark mit. Ja, unterwegs. Dachte also ich. So viel Energie brauche ich ja eigentlich gar nicht. Ja, aber also 340 Ampere ist schon echt. Aber haben, haben ist auf jeden Fall besser als wir brauchen. Ne? In jedem Fall. Gut. So, du bist fertig? Hast du eigentlich Platz da drin für eine 340er? Da genügend Platz da unten. Ja. Ja gut, ist ja eine 220er hier jetzt im Moment drin. Nee. Das Schöne ist bei der Kabine, bitte? Da ist die normale serienmäßig 95. Die 95, die 220er, ja. Die ist ja schon etwas größer. Aber eine passende werden die dort auf Lager schon haben. Oh, du hast mir die kleine Batterie eben verkauft. Ja, du kriegst ja eh eine größere. Was soll ich denn das? Wir müssen ja mit den Ressourcen gut umgehen können. Das Schöne ist, dass es in dem Fall schon die aktuelle Version von der Crawler-Kabine ist. Da sind einige Änderungen drin, die an den ersten Modellen noch nicht so ganz optimal waren. Das heißt, in dem Fall kommst du sehr gut an die Batterien dran, kommst vernünftig an die Heizung dran, kommst vernünftig an die Elektrik dran, weil das mittlerweile alles verschraubt ist, nicht mehr gemietet ist. Das ist schon ein Riesenvorteil. Das heißt, man kann es relativ einfach dann auch allein schon ausprobieren, was passt. Cool. So, du bist schon lange dabei bei Müller? Ja, 15 Jahre. 15 Jahre? Genau. Okay. So, das heißt, du wirst wahrscheinlich auch hier beerdigt im Unternehmen. Mal. Ich zeig's mal, mal schauen, wo der Automobilsektor noch so hinwandert. Das sind ja noch spannende Zeiten. Es ist krass, oder? Es gibt so ganz viele Konzepte. Händler sollen jetzt nur noch vermitteln, nicht mehr verkaufen. Hast du gehört? Es sind Vermittlungs, welche Modelle überhaupt verkauft werden. Hersteller, die etabliert sind, die auf einmal sagen, nö, wir bauen nur noch die Hälfte an Autos, muss auch wirtschaftlich sein. Also wir leben in Zeiten, die wir so im Automobilbereich tatsächlich noch nicht erlebt haben in den letzten Jahren. Bleibt spannend. Und alles schuld war dieser Musk, der Tesla-Typ, der gesagt hat, wir verkaufen die Autos ohne Händler. Sie haben ihn am Anfang alle ausgelacht, weißt du? Ja. Die haben gesagt, das geht doch nicht ohne Händler, ohne Service. Ja, auch die Vision erstmal zu haben, wir bauen jetzt nur noch Elektroautos. Ich meine, das ist ja auch auf seinem Mist so ein bisschen gewachsen, das Ganze wirklich zu etablieren. Ich muss sagen, der Janusz, das ist ja nun wirklich Hammer. Du warst wahrscheinlich auf der Volkshochschule, hast... Hast basteln gelernt. Genau. Patchwork. Basteln und Topfschlagen. So, Topfschlagen nur bei Kindergeburtstagen. So zugestimmt, das kenne ich normalerweise von so Fliesenlegern. Die machen sich immer solche. Ja, soll ja nur vernünftig aufliegen, vernünftig geschützt sein. Das soll nicht gut aussehen, nee, gut. Okay. Das ist das A und O. So, passt. Da kommen wir hin. Jetzt machen wir hier gleich auch nochmal. Dann kann es losgehen. So, dann wird hier aufgeladen. Jetzt hast du hier einen Gabelstapler von Steinbock. Ist er gut? Ja, der tut seinen Zweck. Und wir sind ja ein Autohaus und ein paar Kabinen bekommt er auch zu gehoben. Aber irgendwann ist er halt auch mal fällig für neun. Also ein paar
brauche noch ein paar Dutzend Kabinen, dann habe ich auch einen neuen Start. Gas, Diesel, was hat er? Der hat einen Diesel. Hat einen Diesel drin. So, Crawler, hier vorne steht noch eine Kabine. Du hast 10 oder 15 bekommen, eine war jetzt für mich. Es gibt verschiedene Farben. Es gibt auch einen grünen, oder? Natürlich, aber das ist eine Universalfarbe, die passt überall hin und wird auch am liebsten genommen. Aber solange wir hier noch am Schnibbeln sind, komm mal gerade mit. Ja. Damit man, ich wollte dir ja schon immer mal zeigen, was so alles machbar ist mit so einer Kabine. Weil das ist ja ein Spielzeug, mit denen kannst du dich ja dann ewig vergnügen. Die wird dann morgen abgeholt. Okay. Und das ist der morgige Auslieferungs. Wir haben die vorbereitet mit einer kleinen Leitbar. Ja. Ich habe keine Leitbar bekommen. Ja, du hast ja nicht bezahlt. Janosch. Du musst jetzt nur den Leitbarherstellern sagen, ich brauche so ein Ding. Dann machst du zwei Nieten rein und dann legst ein Kabel durch. Das ist gar kein Problem. Dann hat er sich, hat er die auch angeliefert. Eine 270 Grad Markise. Dann hat er hier hinten noch ein paar Leuchten dran montieren lassen. Das gibt's doch nicht. Ich habe sowas nicht. Dann hat er, guck dir das an. Da musst du aber unbedingt mal anrufen. Was ist das? Das ist ein Duschding. Das wird warm und dann kannst du duschen. Genau. Im Busch scheint die Sonne drauf und dann hast du warmes Wasser und dann hast du hier dein Duschzelt. Dann stellst du dich drunter und hast mit Sonnenenergie Wasser. So, das hast du jetzt wie festgemacht hier? Ja, das haben wir ein bisschen so Halterung dran gemacht. Gefriemelt. Gefriemelt, genau. Damit der hier drauf aufliegt, dann verschraubt und ja. Das ist auch ein gebrauchtes Teil von irgendeinem anderen. Das hat er uns auch so angewendet. Du hast aber nicht jetzt hier durch den Tank durchgeschraubt. Ja? Das sind die Originalhalterungen gewesen. Das sind die Originalhalterungen, genau. Hoffe ich doch. Ich habe sowieso nicht geschraubt. Das war der Mitarbeiter. Aber was ein Loch hat, kann man ja wieder stopfen. Ne? So, ich zeig's mal hier oben. Das ist wahrscheinlich so eine Entlüftungsöffnung. Oder? Ja, so ein Entlüftungsventil, wenn das Wasser anfängt zu kochen. Wir haben ja auch teilweise hier in Deutschland 40 Grad gehabt. Weißt du noch... Bad Kissingen, da waren wir aber richtig am Schwitzen. Stimmt. So, hier sieht man übrigens schön, dass der Stromeingang an der Seite. Ja. Der D-Verstecker und hier die Leitbar, die innen drauf ist. Ansonsten ist es alles wie bei mir, oder? Genau, ansonsten ist alles genauso, alles standardmäßig. So, ich könnte wetten, da ist noch mehr besser als bei meiner. Aber ich will dich ja, es muss sich ja entwickeln. Eine Leitbar, ein dicker Akku. Man kann hier immer irgendwas, neue Ideen, wenn einem das eine oder andere nicht mehr gefällt, baut man es ab, tut eine Niete rein und das war's. Eine Popniete. Eine ganz einfache Popniete. Man wird ja nie entdecken, guck mal darüber auf die Kabinen, welche Niete dort später oder welche früher dran gekommen ist. Also spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, alles egal. So, alles, das ist im Prinzip alles egal. Loch bohren, gefällt nicht. Niete drauf, fällt nicht mehr auf. Also Ende Gelände. Ende Gelände, genau so sieht's aus bei dem Teil. So, mach mal. Ja, was mache ich denn jetzt? Wo ist mein Kollege? Der Alex. Der Alex, der muss jetzt helfen. Ach. Das ist nämlich so geil. Wir wollten die erst am Samstag wollten wir die abholen. Da wärst du ganz allein gewesen, gell, Samstag. Ja, okay, hätten wir auch noch gepackt. Das ist ja alles kein Thema. So, er fährt los. Hebt sie an. Damit auch die Frage beantwortet wird, wie kommt die Kabine von Müller Motors aus Königswinter auf den Buschcamper? Genau, und jetzt wollte ich nochmal, jetzt hängt der schon in der Luft und jetzt sieht man auch an den an der Gabel vom Gabelstapler, der eine ist deutlich weiter unten, das ist da, wo der Schwerpunkt liegt, der liegt danach genau auf deiner Hinterachse. Hier, das ist ja hier. Das sind ja hier nur ein paar Kilo. Ich könnte den so nach vorne überdrehen. Also das Hauptgewicht ist hier. Dort, wo auch nachher deine Hinterachse ist. Also deswegen auch die Stützen, dass man guckt, dass vorne die wirklich ordentlich sind. Hinten ist nicht so wichtig. Hinten sind es ein paar Kilo. Also hier hinten ist es nur zum Austarieren. Ein paar Kilo hängen da hinten. Der Hauptschwerpunkt von der Kabine ist halt da. Das ist konstruktiv sehr wichtig, weil je weiter du nach hinten rauswanderst, desto mehr belastest du über die Hebelwirkung deine Hinterachse. Und desto mehr fährst du nachher bergauf. Es ist ja wie eine Stützlast von der Anhängerkupplung. Das heißt, die haben sich in der Türkei darüber Gedanken gemacht. Ja, sieht man ja. Die Gedanken sind ja da. Das ist ja der Beweis.
die eine Gabel hängt deutlich tiefer. Das heißt, der ganze Schwerpunkt ist an dieser Gabel. So, also das ist der Gabelbeweis. Ich zeig's mal. Okay, habe ich jetzt verstanden. Aber es ist wirklich anschaulich. Das heißt, auch Laien können bei dir noch wirklich viel lernen, oder? Ja, ja, klar. Aber auch hier sieht man, dieses Teil hier, ich kann es ja so leicht bewegen, ist ein paar Kilo, die hier dran hängen. An diesem Teil hier. Ich ziehe es hoch, runter und da hängt das Gewicht. Damit der jetzt nicht nach vorne überkippt, hat er natürlich auch ein gewisses Gewicht. Und da kommen später die Stützen dran? Oder? Da kommen die Stützen dran, genau. Die werden dann hier montiert und dann kannst du die kurbeln einzeln. Aber wir kriegen den dann nicht vom Boden hoch. Deswegen haben wir ja auch einen Stapler. Aber das nur so an der Sache. Das heißt, er muss einmal hoch. Das ist, genau. Wenn er mal auf Stützen steht, das und ist ähnlich wie so eine... Und jetzt ein Stück zurück. Da kommt doch schon der Alex. Hallo Alex. Lange nicht mehr gesehen. Genau. Frage ich mich allerdings, ach, ich fahre da rückwärts. Du fährst da anschließend rückwärts mit dem Auto. Alex, du fährst da mit dem Auto runter? Okay. So, Alex hat genau die Position jetzt ausfindig gemacht. Sieht so aus, als hätten sie es schon mal gemacht. Es geht hoch. Schlüssel ist hier. Einmal Schlüssel. Bitte schön. Danke. Jetzt sagen natürlich viele Leute, warum läuft der Gabelstapler wegen der Hydraulik, damit der dann nicht ablässt. Und deswegen ist es sicherer, den einfach laufen zu lassen. Aber jetzt achte ich auf den Alex, ob der jetzt auch richtig kommt. Jetzt siehst du auch die Millimeter, oder? Ja, genau. Deswegen haben wir zur Sicherheit das Schloss abgemacht. Das sieht ja später auch schick aus dann. Ja, so, genau so. Komm. Weiter, 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 weiter. Warte einen Augenblick, ich lasse den ein Ticken weiter runter. So, jetzt steht das hier. Da sind übrigens die Aussparungen für die Radkästen drin. Alle Leute, die gefragt haben, wie geht das jetzt? Er lässt es ein bisschen ab. Die Crawler-Kabine. So, wahrscheinlich kann er dann ganz genau sehen, wie die Abstände sind. Sieht gut aus, Alex. Fahr bis zum Anschlag. Hier vorne links ein bisschen weiter links. Ah, ein bisschen kann ich noch austarieren. Ein bisschen kann er noch austarieren. Ich muss das wiederholen, weil es so laut ist. Ja. Ja. So schön. Und schon verkratzt hier. Ja, klar. Ist ja ein Buschcamper. Ist ja ein Buschcamper. Der muss ja ein paar Kratzer muss er ja abhaben, sonst war es ja nie ein Busch. Du hast aber zu mir gesagt, du willst darauf achten. So, das heißt, du fährst das noch einen Ticken vor, oder wie? Nein, ich drück den nachher so. Alex, drück den so, also hier hinten, so rüber. Aber was ist denn jetzt gegen die Kratzer hinten? So, du hast ja gesagt, du wolltest noch was dazwischen machen. Stimmt. Nein, ich meine... Ja, ich mach gleich noch einen Ticken was dazu. Warte. Genau, mach das. Wobei wir da ziehen, also ich würde doch ein bisschen vor, weil wenn der da zum Kontakt hat und hier rüber kriegt, kommst du noch weiter. Nee, haben wir Bautenschutzmatten, die wir jetzt Ich habe die kleinen Stücke gemacht. Die kleinen Stücke, genau. Die haben wir ja noch.
komm. Habe ich doch gesagt, der Alex ist wenigstens mein Freund. Du bist so ein Typ, du hättest jetzt drauf geladen. So ist es. Wir sind ja Freunde. Und bei so. Freunden. Bei Freunden, da macht man auch schon mal einen Kratzer. So. Genau. So, eine baut einen Schutzmatte. Und die andere auch auf die andere Seite. Siehst du, das hätten wir doch gleich von Anfang an so machen können. Nein, dann hätte Alex nicht fahren können. Lass uns doch mal einfach machen. Ja, okay. So, siehst du, tut er genauso. Alles gut. Supi. Lass den ab. So, Alex drückt noch ein bisschen in die Richtung. Sieht ja schon geil aus, muss ich sagen. Ich würde sagen, die Abstände sind okay. Ja, absolut. Ist bei. Gut. Ist gut. Ab. Lass mal noch ab. Noch weiter. Wie cool. Weiter. Das ist jetzt die wievielte Kabine? Ach, die erste. Die erste. Understatement. Heute die erste Kabine. Ansonsten haben wir schon ziemlich viele Kabinen versorgt. Und wie gefällt sie dir? Sehr gut. Die Optik. Guck dir die Optik ist der Hammer. Ich mag am meisten. Darf ich dir mal ein kleines tolles Detail zeigen? Ja. Das ist hier dieses Isolierband, was hier so abisoliert ist. Das ist so typisch türkisch, würde ich sagen. Aber das habt ihr drauf gemacht. Natürlich haben wir das drauf gemacht, sonst wäre es ja typisch türkisch. Und wir müssen ja auch artgerecht montieren. Also nee, da ist nur der kleine Schlauch drin. Das ist ja nur eine Verkleidung von dem kleinen Dieselschlauch. Da kommt kein Diesel raus. Das ist nur ein Schutz. Ein Schutz. Da ist ja nur so diese kleinen Plastik. Also jeder, der schon mal eine Standheizung verbaut hat, weiß. Das ist hochwertig gemacht, muss ich sagen, mit dem Isolierband. Natürlich. Das gefällt mir. Ja, ist ja auch ein Buschcamper. Ist ja auch ein Buschcamper. Ist für Memmen, ne? So, also nichts für Leute, die schreien hier. Mag ich nicht. Ja, die fallen eben nach weg. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich fahre den heute Morgen nicht darunter. Was genial ist, dass man die Tür hinten auch zumachen kann, die Hecktür. Dadurch ist das Ding dann automatisch verriegelt. So, hier oben, das ist das Original-Typenschild. Crawler.com.tr. Das Ganze ist Ladung übrigens. Und der Motor läuft noch. Den machen wir mal aus. Na. Boah, das ging ja schnell. Ja, das musste. War ja auch ein bisschen vorbereitet. Aber im Prinzip ja. Sieht jetzt, ist ja für die Optik viel besser, finde ich, wenn da was drauf ist hinten, als wenn die Kabine leer ist. Ja, so sieht es auch aus, als würdest du den für irgendwas nutzen, weil Buschcamper heißt ja, du musst ja auch irgendwo wohnen drin. Und hinten dein Porta-Porti, das wäre ein bisschen indiskret auf der Autobahn. Raststätte anzuhalten und die Ladefläche dafür zu benutzen. Jetzt hast du einen diskreten Raum, nur für dich und nur für deine Toilette. Die Stützen sind wo? Wo hast du die? Die Stützen habe ich noch da. Die tun wir nachher einpacken. Und ja, dass wir die auch nicht vergessen. Und, vergessen. Und diese Dreiecke sind auch dabei. Die dass Dreiecke ich die bekommst du auch. Bekomme ich auch. Dreiecke, aber so passen die halt ins Fahrzeug rein. Stimmt. Und wenn ich die jetzt zusammenbaue, dann passen die nicht mehr ins Fahrzeug rein. Und du zeigst mir, wie das geht gleich. Natürlich, wir zeigen alles. Ich bin halt nur vorsichtig, weil... Du bist schon so oft übers Ohr gehauen. Von dir, ja, genau. Das ist extrem. Jetzt bist du natürlich da. So, jetzt machst du fest. Das sind handelsübliche Zoogurte. Auch hier gilt, nicht zimperlich sein. Man ist ja schließlich später im Busch unterwegs.
Ja, genau. Und letztendlich ist das tragende Teil der Boden, der flache Boden auf dem Plateau. Mhm. Der verbindet das. Das heißt, egal wie das jetzt auch läuft, es geht halt mit. Wie meine Hand hier auf der Ablage, jetzt kriegst du sie auch nicht mehr weg. Warte, probier mal. So kriegst du sie nicht weg. Keine Chance. Aber so, guck mal. Jetzt in der Luft. Oh, das geht ganz genau, einfach. Genau, ganz einfach. Und deswegen legen sich die Demonstranten auch immer flach auf den Boden, weil dann haben die, ja genau, die flach auf den Boden, damit die dann nicht abgeschleppt werden können. Alles klar. Jetzt hast du hier noch einen Schlüssel, den habe ich extra hier draufgelegt. Oder besser gesagt, damit wir den nicht verlieren. Wir machen den aber gleich ab. Der ist dafür da, um dann später deinen Wassertank zu befüllen, damit du hier duschen kannst, hast du da dein Duschzelt. Also das ist der Schlüssel für den Wassertank. Für den Wassertank. Und sehr wichtiges Utensil. Das ist dieser Schlüssel da. Das ist dieser Schlüssel, genau. Aha. Was ist hier drin eigentlich in dem Kasten? Da ist Platz für einen Boiler, da ist die Standheizung, da ist die Elektrik drin. Also da wäre noch Platz für einen Boiler, wäre noch drin. Ja, da ist noch Platz für einen Boiler drin. Ich habe gesehen, dass der bei euch kostet irgendwie 1800 Euro. Ja, ist ein Gasboiler, aber so, man muss im Busch ja auch nicht mit Kanonen schießen. Es geht auch ein Elektroboiler, würde gehen. Gut. So, und du hast auch den kleinen Zooschein gemacht. Genau. Bei der IHK. So, das erste. Das langt hier mit den eBay-Kleinanzeigen-Zoogurten, die du für 2 Euro besorgt hast. Genau, wir müssen ja sparen. Du hast die Kabine ja eh schon so günstig bekommen, dann müssen wir auch an den Zoogurten sparen. Ich habe die bezahlt. Ich habe den Überweisung. Ja, du hast so viel bezahlt wie kein anderer. Ja, hast du jeden Kunden bekommen, der so schnell überwiesen hat als ich? Ja, oh. Aber... Ich war schnell. Du warst schnell, ja. Ich habe die Rechnung bekommen und dann habe ich gesagt zu meiner Frau, ich überweise sofort, bevor ich es anders überlege. Genau. Ja, oder du überlegst es anders, weil du doch einen anderen Duschcamper haben. Nee, jetzt ohne Scherz. Das Coole ist ja, dass du das hier gleich elektrisch hochfahren kannst. War das Solar eigentlich dran an der Batterie die ganze Zeit, dass das schön voll ist? Ja, das ist schon alles. In der Türkei haben die schon quasi... Ja, vorgeladen, genau. Vorgeladen. So, wir was sagt die Uhr? Wir müssen dann gleich zu Liontronen. Der Pressechef von Liontron, darf ich dich zeigen eigentlich, Till? Oder lieber nicht? Nee, doch, kannst du zeigen. So, wir fahren gleich zu Liontron. Da wird eine Batterie eingebaut. Ich habe schon erfahren, wir haben viel Platz drin. Aber wir zeigen noch ein bisschen mehr. Was werden wir alles sehen bei Liontron? Was werden wir filmen? Ja, wir werden sehen, wie man eine Lithium-Batterie reparieren kann oder updaten kann oder nochmal warten kann. Und das ist, zeigen wir in der Werkstatt. In der Werkstatt. So, und dann geht es nochmal morgen, drehen wir weiter. Wir werden auch heute Abend nebeneinander parken, habe ich gehört. Wir werden uns austauschen. Ja, wir werden nebeneinander stehen mit unseren Wohnmobilen, wobei das ist ja kein Wohnmobil. Ist das geil? Das ist wunderbar. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich muss mal aufpassen, du bist ja offiziell von der Presse, du bist ja Pressesprecher. So Wörter wie geil, glaube ich, gibt es in der Pressemitteilung nicht, oder? Doch, inzwischen wird das immer mehr gefordert. Ja. Und was hier toll ist, dass das ein echtes Spielzeug ist. Ne? Das, gell, oder? Ja, das ist. Das kann man noch nach Wochen eine neue Schraube finden, die einen Sinn macht. Und da hat sich einer richtig Gedanken gemacht. Ne? Was ich cool finde, ist, hat auch nicht jeder, muss man sagen. Es ist gar nicht so teuer. Also wenn viele so Offroad-Camper sehen, die kosten 150.000 und so. Also die Kabine kostet, glaube ich, um die 25, 26, wie sie hier drauf ist. Und das Auto drunter gibt es schon ab 40, glaube ich, neu oder ab 50. Ja. Das ist eigentlich ein bezahlbares Hobby, wenn man, gut, ist immer noch viel Geld, oder? Till? Ja, das ist da kriegst du einen normalen Kastenwagen für. Hier ist das Tolle, man ahnt, da sind hunderte von Funktionen, die man auch im zweiten Urlaub entdeckt, man noch ein neues Fach oder eine neue Schaltereinheit. Sag mal, Janosch, wie komme ich denn anschließend da hoch? Das weiß ich nicht. Nee, du hast mir ja irgendwas von der Treppe oder ist die auch Zubehör? Die Leiter ist auch drin. Die ist drin. Aber, also zum Beispiel dieses Duschzelt. Das Duschzelt? Das Duschzelt. Ne? Das schreit doch nach Indiana Jones. Das möchte ich morgen sehen. Also, ne? Ich stelle mich morgen bei 12 Grad draußen und dusche auch kalt. Ja. Der Janosch hat nämlich gesagt, naja, der Boiler, da muss ich schon so und so viel Geld für haben. So ein Ding ist nichts für Warmduscher. Ich lasse das mal so stehen, okay?
Das Ding ist nicht sehr warm, Dutta. So, dann geht man rein und aufkriegen, da ist ein Schalter drin oder wie läuft das gleich? Ja, das läuft so. Mit Schalter und mit allem, was man dazu. Aber wir stellen erstmal die Heckklappe ein, damit du gleich auch noch fahren kannst. Ach so, man muss die so ein bisschen justieren, ne? Ja, das muss man nachher wieder einstellen. Das wäre, es hätte hingehauen, ja. Aber es wäre eng gewesen. Ja, gut, verstehe. Vor der Kamera wäre es schief gegangen. So ist das manchmal. Darf der zugucken, der Kunde, wenn die draufgeladen wird eigentlich, oder schickt er den ins Café? Er muss zugucken. Falls doch ein Kratzer, könnte man nachschliffen. Macht ja jeder auch Fotos drüber und jeder ist ja glücklich über seine neue Kabine, über die Optik seines schon länger vorher schon erworbenen. Guck mal, hier vorne hast du auch wieder, guck mal, so ein Punkt hier. Da müssen wir gleich noch einen Bautenschutz drüber machen. Ja, mach mal. Wir machen gleich noch, wir haben ja noch so Sachen hier aus der... Sag mal, was ist das? Weiß nicht. Das waren die Ecken dort. Siehst du, da unten sind auch noch so Ecken. Da machen wir auch noch so. Also wäre schon gut, dass... Hier würde ich auch eine Bautenschutzmatte drauflegen. Ja, man hätte aber doch hier dieses Zoo-Ding ein bisschen tiefer machen können. Dann wäre es gar nicht... dann hätten wir gar kein Problem, oder? Aha. Ach, ich glaube, du willst mir sagen, stell dich nicht so an... Ja, aber es ist ja dein... Wir machen da keinen Kratzer rein. Den machst du selber. Der ist ja noch ganz neu, verstehst du? Ja, aber auch ein neuer muss irgendwann mal alt werden. Ich bin ja auch nicht mehr ganz neu, aber... Sagt jemand, der einen 1900, was fährst du, 81er Karthago? Ja, klar. Ein 2001er. 2001er Karthago fährt. Ja. Ein Liner Deluxe hast du, oder? Den M-Liner. Ein M-Liner, ja. Till, du fährst auch Kastenwagen, das werden wir heute Abend sehen. Wir werden ja noch ein Video machen, Campen unter Rentnern. Ja, ja, das Rentnercamp, genau. Rentnercamp, du bist jetzt, wie alt bist du? Ich bin 59 Jahre. 59. Ist das so eine Sache, was man gerne gemacht hätte, wenn man jung gewesen wäre, aber das Geld nicht hatte? Also ich hatte so ähnliche Sachen und dann ging es immer mehr in Richtung Bequemlichkeit. Ne? Ja. Also zum Beispiel warm duschen, ne? Ja. Ne? Weil die Ohren kalt werden, ja. Oder sowas. Ne? Und hier, das ist was für so junge Männer wie dich, die dann also wirklich jetzt auch nochmal nach Kapstadt fahren. Ne? Ja, ja, mach ich morgen. Durch die Serengeti. Und das kann man als junger Mensch wunderbar alles bauen und machen, wenn man das, wenn man die, wie viel Geld war das, 65 insgesamt? Ungefähr, ja. 65.000 Euro. Ja, man muss sagen, das ist ohne Umbau. Das wäre der Original gewesen. Also der Buschcamper, wie er hier steht, die haben ja da zwei Wochen dann rumgeschraubt, dass er so aussieht, wie er jetzt aussieht. Viele Details siehst du auch nicht. Cycle-Fahrwerk oder was ist da drin? Was auch immer. Kommt aus Australien, kommt das Fahrwerk. Eintragung, da sind, die haben... Auch Luftfahrwerk? Nee. Da ist eine Blattfeder drin. Die haben nur eine Feder jetzt rausgenommen, weil der war so bretthart. Und ich glaube, für die 500 Kilo kann man so lassen. Also ja. Da waren irgendwie 200 Kilo drauf und dann ließ er sich ein bisschen besser fahren. Aber so mit Serie, da muss man schon sagen, das Ding ist bretthart. Und jetzt wird es besser, glaube ich, oder? Alex, das ist also wahrscheinlich jetzt angenehmer zu fahren sein. Ja. Ja, definitiv. Wenn da ein bisschen Ladung drauf ist, macht schon was aus. Ladung hat noch nie geschadet. Nee. Ah, Kratzer. Alex. Ist alles auf dem Film. Also, du machst das schon ordentlich fest, oder? Jo. Kann ja mal sein, der kriegt ja dann Schieflage. Irgendwann mal, wenn ich dann wirklich mal Offroad fahre in Frankfurt. Da wird nicht viel passieren. Das Ding sitzt bombenfest. Okay. Und dann kann man nachspannen. Ich mache sie die jetzt direkt ein bisschen kürzer. Ich lasse so 30, 40 cm stehen, schneide sie ab. Und dann? Sie die ein bisschen an. Dann ist es angenehmer zum Festmachen. Dann brauchst du nicht jedes Mal die ganze Schlaufe da durchziehen. Okay. Ich mache die direkt. Wo sind denn die Sandbleche? Kommen hier? Wo kommen die dran? Was sind Sandbleche? Sandbleche. Du brauchst doch, wenn du das hast, brauchst du Sandbleche. Ich fahre da damit nur zur Eisdiele. Du hast ja nicht ernsthaft erwartet, dass ich damit irgendwo hinfahre, sondern... Das ist doch nur für die Optik, damit ich meinen Sohn morgens in die Schule bringen kann, ja. Und die alle sagen, boah, hast du einen coolen Papa, der ist bestimmt sportlich. Also nicht, ich bin etwas sprachlos, also... Nein, es geht darum, wir machen ja... Ich liebe die Details, aber das ist ja zum Beispiel spannend, ne? Ist das jetzt für Sandbleche oder ist das, das für eine Leiter oder... Das kann ich dir sagen, das ist für Fahrradfahrer, die irgendwie zu nah an das Fahrzeug kommen. Oder... Ist nämlich hier genau kommt auf der Höhe. Die Halterung drauf, damit du die ja hochkurbeln kannst. Ach, das sind die Stützen. Die Stützen, die werden ja hier unten dran getan. Und das hat man jetzt jeden Tag in den nächsten Jahren. Es gibt immer wieder Funktionen.
die bleiben drin eigentlich? Die? Nee, die machst du nachher raus, tust in den Schublade oder in ein Handschuhfach. Aha. Wir haben sie jetzt deswegen, damit wir wissen, wo sie sind. Gut, habe ich verstanden. Sag mal hier, dieser Austritt hier, der ist ja jetzt in Richtung der Öffnung der Fenster später. Das geht weg, da ist genug Zug, da oben hast du überhaupt keinen. Passiert nichts, also kann ich mich nicht selber. Du kannst dich da nicht selber mit. So, jetzt hast du hier die Haushaltsleiter. Da ist die Originalleiter. Sag mal, damit kann ich mir denn so richtig das Auto zerkratzen? Ja genau, damit könntest du das Auto zerkratzen. Es gibt hierfür diese Halterung. Ja. Die bohrt sich aber keiner hier in die Heckklappe rein. Ja. Dann kannst du die so einhängen. Kannst du überlegen, ob du die Halterer haben möchtest und dann kannst du die einhängen. Weil wenn ich mich hier drauf stelle, dann bewegt er sich ja auch. Wenn ich den hier oben drauf habe, ist das halt, er muss halt in dieser, so eine haushaltsübliche Leiter ist. Ja, was ist denn das für jetzt für Material? Da gibt es ja so Kontaktkorrosion, wenn wir das jetzt hier reinmachen. Ja, da gibt es Kontakt. Würde ich jetzt ist es Stahl sagen, oder? Ist Edelstahl. 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 Sicher? Ja, sicher. Es rostet ja nicht. Alles andere, was aus der Türkei kommt, rostet ja dann. Das Alu ist der ganze Aufbau. So. Alu, Edelstahl. Alu rostet ja auch nicht. Alu rostet nicht. Oder zumindest nicht. Nee, nicht so wie Stahl, habe ich gehört. Da gibt es ja Blasen. Hier gibt es ja auch so nette, hat ja jeder auch, der einen Kastenwagen hat oder so einen ausfaltbaren Plastikeinstieg. Ja, ich glaube, den nehme ich dann. So, da war der Alex, war so lieb und hat sein Cuttermesser fliegen lassen. Genau, und hier direkt ein bisschen gekürzt, dann ist das alles. Und die wedeln da jetzt nicht direkt raus? Nee. Festhüdeln und fertig. Okay. Mal gucken, hast du hier, hast schon wieder Kratzer reingemacht, Alex? Guck mal hier, da. Nee, da kommen wir ja gar nicht hin. Ah, nee, gut. Okay, geht wieder weg. Geht alles wieder weg. Guck mal hier, Licht. Oh, die Lightshow ist sensationell. Die Lightshow ist geil, oder? Das ist ein echt, also ist sie auch dimmbar, aber ich will jetzt nicht übertreiben. Ich brauche jetzt in Kenia auch kein gedimmtes Licht. Ne? Du brauchst kein gedimmtes Licht. Ach, guck mal. Jetzt fällt das alleine hoch. Ja. Durch Knopfschalter. Kräfte? Nee, durch echter Knopfschalter. Nee, das ist Magic. Das ist reine Magie. Oder ist da so Rest? Nee, du musst das so mit deiner Energie so. Ich verstehe. Geht auch ziemlich schnell, so ungefähr. Ja, so schnell wie meine innere Energie wirkt, so schnell geht das Dach hoch. Ist das jetzt der erste Test oder habt ihr sie vorher schon mal hoch gehabt? Wir hatten ja noch nie hoch gehabt, sowas machen wir nicht. Gott. Die liefern so perfekte Ware. Da brauchen wir gar nicht zu prüfen. Aber jetzt mal ohne Scherz. Also gerade Sachen, die aus der Türkei kommen, Alu vernietet und so weiter, da bist du nicht auf jeden Millimeter. Aus Südafrika weiß ich, die passen die Sachen teilweise richtig an mit dem Hammer und mit Dings, damit es passend gemacht wird. Kein einziges Mal Hammer verwendet, um dein Toyota dafür. Ich habe übrigens noch was Geiles, habe ich ja versprochen. Guck mal hier, was ich zugeschickt bekommen habe. Cool. Cool, gell? Das ist ja komm mal gerade raus, bitte. Ja. Das ist der Ecomar 2000 und der Till wird jetzt ganz neidisch gucken. Bei den heutigen Heizkosten habe ich den aus meinem Wohnmobil rausgenommen. Ich habe gesagt, die Heizung machen wir nicht ganz an, sondern so beim Fernsehen gucken tun wir den da unter den Tisch. Und sagenhaft mit 450 Watt funktioniert es. Also wir sparen unheimlich an Gas durch den Ecomar 2000. Der Ecomar 2000, jetzt neu bei Müller Motors und natürlich bei Ecomart. Bei Ecomart. Ihr seid Partner von Brunner oder was? Nee, von. Was ist der ja, wir haben Campingprofi und auch Fritz Berger, wo wir die beziehen. Okay. Aber das sind ganz gute Teile und auch ganz nette Leute. So, ist wirklich ein tolles Gerät. Da kommen sofort wieder die Kommentare. Ja, du als Influencer, du kriegst ja alles viel günstiger, kostet 350 Euro, stimmt nicht. Ich habe sogar umsonst bekommen diesmal, weil wir haben ein Video gemacht, das ist so durch die Decke gegangen, dass der anschließend der nette Herr, man muss sagen, er hat ein tolles Produkt. Ja. Es ist irgendwie designed in der Schweiz und made in Germany. Ja, oder es war früher mal ein Schweizer Produkt, jetzt wird es ein made in Germany. Also es hat eine sehr hohe Qualität. Also ich muss immer sagen, es gibt ja Sachen, die fasst man an und dann ist die Haptik auch cool. Da holst du mal raus, ja, komm. Das war die einmal. Haptik ist wirklich gut. Also ich finde, jetzt ist, wo es mir schon geschickt hat. Das ist Plastikscheiß. Ist komplett aus Metall. Es ist komplett aus Metall. Er ist irre leise, das muss man auch sagen. Er hat auch ein. Und das kann man auch mit Powerstations, ne? Genau, mit einer Powerstation. Also wenn der Strom ausfallen sollte, womit ich übrigens nicht rechne, dann hätte man sogar
hier mit einer Liontron Power Station, die heißt die von Bosswerk. Die von Bosswerk ist. Ja. Wenn wir schon beim Werbefernsehen sind. 450 Watt kannst du die laufen lassen und 450 Watt reichen eigentlich für dieses kleine Zelt dort zu beerhitzen. Dann kann man die bis zu 2-3 Stunden kann man sich wärmen mit einer Power Station und dem Ding. Ja, oder wenn du eine richtige Batterie drin hast. So, das heißt, man kann also mit Solar klimaneutral Energie gewinnen. Die steckt man in die Batterie und kann dann die 450 Watt schön abfeuern. Ja. Wenn es dann kalt wird. Wenn es dann kalt wird. Genau. Sehr schön. So, haben wir jetzt gezeigt. Vielen Dank nochmal an den Vorname von ihm nochmal. Von wem? Vom Chef hier. Von, das ist der Herr Voss. Der Herr Voss. So. Genau. Und viele Grüße auch. Viele Grüße an den Voss. Ich habe ihn nicht gefunden. Weißt du, warum ich ihn nicht gefunden habe auf dem Caravansalon? Ich habe den Standplatz von 2021 gegoogelt und bin da hingefahren. Und da war gar kein Stand. Und da ist er. Antreten ist. Till, du darfst mal vorgehen. Du darfst vorgehen. Das ist Platz für drei. Platz für drei. Ich war ja schon mal drin. Oder für anderthalb. Ist der Kühlschrank denn auch drin? Der Kühlschrank ist drin. Den läuft man ja direkt zu hier. Ne? Der Engelkühlschrank. Genau. Und so, jetzt ist der Till, der ist ein großer Mann. Also da habe ich nicht mit gerechnet. Warte, ich komme. Ich habe hier nicht damit gerechnet, dass das so groß ist. Ich habe gedacht, wie will der Sven hier in diese kleine Hütte? Das ist ja riesig. Das ist größer als in einem Camper. Wenn das Bett kannst du ausziehen, übrigens das so. Also da muss ich jetzt, aber ja, fast. Oder größer, Alter, sehe ich gerade. Und da unten gibt es noch die Klappe für... wofür ist der Rahmen da? Kann ich da raus? Nein. Nein. Ja, das ist natürlich... Ist gut? Ja, ich jetzt nicht mitgerechnet. Aussicht auf Siebengebirge. Da ist der Ölberg. Wo ist der Ölberg? Da oben ist der Ölberg. Ja, sieht man jetzt. Ich habe gedacht, der wär im Sinai, der Ölberg. Der Ölberg ist auch hier im Siebengebirge. So, da die Spitze, die ihr seht. Ich habe den gestern schon mal aufgemacht, zu gucken, ob alles funktioniert, aber es hat so angefangen zu regnen. So, und dann das ist er schön feucht. Ja, ich werde heute Abend da ja schlafen. Was cool ist, es wackelt kaum. Hast du gemerkt? Also es ist jetzt nicht so die Riesenwackelnummer. Alleine geht's, aber wenn ihr zu zweit da drin, also mit deiner Frau hier drin übernachtest, empfehle ich einen kleinen Wagenheber. Ja. Und den einfach unter die Anhängerkupplung einmal anheben. Dann baut der hinten ein bisschen Druck auf und dann wackelt der gar nicht mehr. So. Was ist denn das da oben? Das ist jetzt ein Trick für alle. Das werde ich demnächst auch anwenden. Genau. Das ist ein Gepäcknetz, oder? Janosch. Ja, das ist ein Gepäcknetz oder für dein Handy. Du liegst da im Bett, willst es am nächsten Morgen nicht mehr suchen. Und dann dementsprechend, ich habe hier auch Stäbe. Das, ne? Ist wunderbar. Also guck mal hier. Also hier sind Sachen drin, die ich mir jetzt sofort auch nachbaue in meinem Fahrzeug. So, was mir noch fehlt übrigens, ich habe mein Stromkabel vergessen. Werden wir noch ein Stromkabel bei euch finden? Das haben wir. Das haben wir, weil ich habe alles mitgenommen. Unsere Fahrzeuge brauchen ja keinen Strom, weil da ja alles ja Power drin. Batterien drin sind. So, ich zeige mal gerade, also hier ist alles auf Englisch und auf Türkisch. Das Wasser ist halb voll. Du hast ein bisschen was reingemacht, Wasser? Ja, wir haben das ja getestet. Bisschen was alles getestet. So, da 12,6 Volt haben toll, wir noch mit dem Edelstahl. Und wir bauen ja auch gleich noch die berühmt-berüchtigte Gasflasche dran. Weil innen drin ist es zu gefährlich, eine Gasflasche zu transportieren. Du transportierst sie natürlich außen, weil das Gas verflüchtigt sich nach unten. Und wenn du hier drin... Ist der Dieseltank voll? Das werden wir gleich mal sehen. Ist ein bisschen Diesel schon drin? Ich sag noch gleich den Lehrling Bescheid. Er soll da genug Diesel rein, damit du uns erhalten bleibst. Ich muss ja eh gleich noch zur Tankstelle fahren. Das heißt, hier ist eine Ebersbecher drin, oder was ist drin? Ja, genau. Eine Ebersbecher. So, die ist eingebaut. Wir haben ein Luxus-Einflammen-Kochfeld. Das heißt, die große Lasagne geht. Was nicht geht, ist die Soße dazu. Die muss man nacheinander machen. Hier hast du denn noch so ein Teil. Ist das eigentlich ein Einschlüsselsystem oder kriege ich einen Schlüssel? Da kannst du das dann. Da ist auch der Schlüssel drin. Toll. Also ich bin total begeistert. Du? Ja, toll. So, hier ist uns das Klo. Das kann man hier reinmachen. Viel geräumiger. So, dann kannst du hier aufmachen. Dann kannst du das Porta-Potty reinmachen. Ja, das ist. Janosch, magst du es mal ganz kurz holen? Weil ich habe mich ja leider verhoben. Ach so. Ich habe es auch gereinigt heute Morgen. Ja, sicher. Nee, ohne Witz. Ich habe mich voll verhoben. Ich musste ja noch was einladen auf der Pickup-Rampe. Und tja. Das ist jetzt dann wahrscheinlich die Heizung, ne? Das ist der Heizungsauslass. Und ich habe sogar schon Material bestellt, damit man... Ach, du bist ein Engel, Janosch. Warte mal, ich helfe dir. Das ist kein Engel, geht's? Das ist ein Porta-Porti. Das ist ein Porta-Porti. Das ist jetzt das große Porta-Porti. Hättest du noch eine Bautenschutzmatte für mich? Für?
dass man die, geht nicht rein, oder? Doch. Muss geht rein, nicht rein. Die geht rein. Irgendwie geht alles geht rein. Alles muss passen. Mach's kaputt. Ich will es nicht kaputt machen, ich will es nur rein. Es geht wirklich rein, oder? Ja. Ist genau dafür gedacht. Genau. Soll ich mich mal drauf? Ich würde da jetzt nicht zu nah rangehen, nee, weil... Zu nah? Ja, okay. Hat einen Grund. Wenn du noch der Grund ist, wenn du noch eine Bautenschutzmatte hättest für unter das Porta-Potti. Da hast du hier die, wie heißt man, die Auslässe. Wenn du eine Sauerei machst. Nein, da muss nicht rumfliegt während der Fahrt. Das wird hier nicht rumfliegen. Das Ding ist richtig stabil da drin. Wir machen das zu, aber sollte da was rumfliegen. Der Vorteil ist, wenn da was daneben geht, nimmst du einen von deinen vielen Schläuchen, steckst den hier rein. Ja. Und machst einfach alles nass. Und dann? Das Wasser fließt raus. Frage, wenn er schräg steht, hast du zwei Auslässe oder hast du nur einen? Du hast nur einen Auslass, aber wenn du das nächste Mal bergauf fährst, dann fließt das Wasser hinten raus. Okay, verstehe. Das ist übrigens der Humor, wenn jemand aus Ungarn kommt. Ja, das musst du einfach sehen. Die sind da pragmatisch. Die sagen auch, ist eigentlich scheißegal. Nimm es einfach so, wie es ist. Es wird eh nicht besser. Ein DEFA-Stecker. Ein DEFA-Stecker. Ein DEFA-Stecker. Wo wird der verwendet? Bei dem Funk- und Fernsehwerk der DDR. Die haben den, glaube ich, eingeführt. Nein. Der gute DEFA-Stecker. Also in Skandinavien haben die Autos an der Stoßstange so einen kleinen Öffner. Und dann steckt jeder seinen DEFA-Stecker rein bei minus 50 Grad oder so in Norwegen und in Schweden. Und dann steckt man den dort an die Steckdose an, damit der Motor einem nicht einfriert. Echt? Ja, sieht man hin und wieder. Ne? Ja, für die Motorvorwärmung. Standheizung praktisch. Ja, aber es ist eine elektrische. Ja. Also sieht man in skandinavischen Ländern, die haben so ein kleines Kläppchen unten an der Stoßstange. Und da gehen die ran oder tun eine Zeitschaltuhr. Ich will morgens um 7 Uhr losfahren. Und dann machen die den schon um 4 Uhr, enteisen sie das Fahrzeug, weil sonst springt der wahrscheinlich nicht an. Habe ich noch Stauraum eigentlich? Außer, also da ist Stauraum. Da zweimal. Ja, zweimal Stauraum. Anleitungen sind alle drin? Ja. So, die... Die selbsterklärenden Anleitungen nicht. Das hier ist so ein Schiebeding. Ist das irgendwie gelockt eigentlich? Nein. Nee. Ich hoffe, du hast deine, wie heißt mal mit dabei, deine, dein Topper von zu Hause mitgenommen. Ja, ich habe, nee, habe ich nicht dabei, aber... Ah, oh, entschuldige. Finger weg. Nee, ich wollte es nur öffnen. Es geht mich von der Seite. Bloß, weil ich dauernd Witze über dich mache, hast du mir jetzt den Finger eingeklemmt. Ja. Das ist ein Gas, ein Gaskompressor, was ist das? Das ist ein Kompressor. Kompressor. 12 Volt. Von Engel, okay. Ach, von Engel? Ja. Das ist gut. Engel habe ich auch. Ja. Engel hast du auch. Kompressor-Kühlschränke sind. Die sind auch, das sind doch die, die man auch in Neigung. Die funktionieren auch im Busch, ja. Genau. Kannst du mal einmal ganz kurz Bett zeigen, damit man sieht, dass es auch wirklich funktioniert? Und glaub's wirklich so, da ist die Porta-Potti-Klappe. Das ist das Duschzelt. Das ist der was? Ja, das Duschzelt. Du kannst ja hier drin duschen. Ja, das hängst da oben das Zelt ein, machst hier Dusche rein. Dafür, ich habe schon gedacht, wofür ist dieser Kasten? Kannst duschen, ist zwar kalt, aber weißt du, wie es ist. Also man hat zwei Duschen, draußen und drin. Also du musst ein bisschen Platz machen. So, jetzt zieht man das aus. Guck mal. Das musst du nicht machen, Till, aber das kann man machen. So, und dann kannst du diese Liegefläche vergrößern auf 2x2 Meter und das in fast einem... Fast 2x2 Meter. So, die Janosch. Jetzt brauchst du natürlich hier eine Auflage drauf, so ein Topper. Ja. Weil in jungen Jahren kannst du natürlich da drauf liegen, aber je älter man wird... Aber hier können drei Leute liegen. Ja, das sind, oder wenn man noch jemanden kennenlernt, sogar vier. Ja. Ja. Also, können sogar vier Leute. Können so. Komplette Familien darin übernachten. Es gibt auch Familien mit zwei Babys Kindern. Babys könnte man auch hier reinlegen. Ja, ne? Zum Beispiel Kleinkinder, ja. Also ich möchte jetzt das, also... So, vielleicht kurz Thema Isolierung. Der Till hätte dir nämlich sonst die Frage gestellt, wie ist denn das jetzt? Es wird ja nachts ist kälter als draußen und dann kondensiert ja hier die Feuchtigkeit hier oben. Das ist ja hier spritzisoliert mit Isolat. Und das funktioniert? Das funktioniert. Unten ist es nicht isoliert, damit das Wasser nicht als Tropfsteinhöhle runterkommt, sondern es wird gewollt, dass es da runterfließt und da fließt runter und fließt raus. Es gibt kein Möbelstück, was sich hier mit Wasser aufsaugen kann. Also man darf hier ruhig atmen in dem, weil die Atemluft hat ja Feuchtigkeit. Mhm. Wenn man in so einen alten Wohnwagen reinkommt und dort haben schon viele Leute vor einem geatmet, dann riecht es dort drin, wie wenn man die Corona-Schutzmaske vom Vortag versucht anzuziehen. Also die riecht dann auch. Man merkt direkt, da hat auch jemand drin geatmet. Hm.
Ja, ist toller Vergleich, finde ich gut. Ja, aber fragt sich ja, warum riechen die Fahrzeuge nach ein paar Jahren so muffelig? Ja, weil man drin geatmet hat. Und hier hat man auch gelüftet zwischenzeitlich. Mhm. Und wenn es regnet, kannst du da oben auch offen lassen. Sag mal, weil er hat da so einen Überstand. Ja, da ist ein Riesenüberstand. Ist der Tipp übrigens, wenn der jetzt steht im Winter, dass man ihn irgendwie, oder ist durch den Fahrtwind, wird er immer wieder getrocknet? Du kannst ihn mal... Nein, da Stockflecken oder so, dass da nichts passiert. Ja, ich würde den schon, wie heißt mal, wenn es mal schön Wetter ist und du hattest vorher Regen, wie ein Zelt auch, mal öffnen und bei schönem Wetter trocknen lassen, dann zufahren. Und im Winter, wenn ich den im Winter fahre? Im Winter kannst du den ja fahren. Solange du den fährst, ist es ja nie ein Problem. Problem ist, wenn ich den über Winter irgendwo stehen lasse, überwintere, ja, dann würde ich mir die Matratzen hier rausnehmen, damit die sich nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen und ansonsten alles dem Metall überlassen, weil ja, viel passieren kann dann nicht. So, jetzt bin ich ja heute Abend, will dann hier schlafen. Das ist alles soweit klar. Vielleicht kannst du hier die Kondome auch ein bisschen... Wir werden alles noch wegpacken. Ja, wir müssen gleich weg, Janosch. Ja, okay. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ich weiß, ist ja hier ein Geschäftstermin. Ich sehe es. So, ist da eigentlich noch Lattenrost? Ist auch drüber. Ja, Lattenrost natürlich auch aus Alu. Mit unglaublichem Flex, nehme ich an, oder? Oder der flext ein bisschen? Ja, es ist ja okay. Also Lattenrost hier ist... Ich bin ein bisschen verwundert, also obwohl das ja jetzt noch eingepackt ist und nicht so weich. Ja. Wenn ich jetzt Plastik abmache, wird es ja weicher. Ja, weicher. Also bin ich wirklich verwundert. Ich könnte hier schlafen. Ja, und wenn ich mich also daneben lege, wir könnten auch zu zweit schlafen und wir würden uns noch nicht mal in die Nähe kommen. Ja, was glaube ich? Wir könnten ja so einen kleinen Ball hier aufbauen und dann könnte uns auch nichts passieren. Sehr schön. Ich glaube, ihr beide werdet wirklich Freunde werden im Laufe der Zeit. Wenn ihr beide euch da näher kommt nachts, der eine rollt mal ein bisschen rüber. Ich mach mal Fenster auf. Till, du bist verheiratet. Ich glaube, der Janosch auch. Ich bin natürlich. Aber wahre Liebe gibt es nur unter Männern, das kann ich sagen. Und gerade wenn man Camping macht, dann ist es ja von Vorteil, wenn man mit einem Kumpel mal Mountainbiken geht zum Beispiel. Fahrräder können wir hinten auf die Kupplung machen, oder? Natürlich. Das geht. Du kannst ja die Heckklappe nachher auch schließen. Dürfte man noch einen Anhänger dran machen? Na klar, warum nicht? Wenn man die Gesamtkilos nicht... Wir liegen gerade mal in 420 Kilo. Wenn du 10 Sack Zement mitnimmst, hast auch einen Anhänger noch vielleicht hinten dran. Wir sind hier nicht überladen. Das ist ja als Leichtbau simpel und leicht. Das heißt, Schwerpunkt ist auch unten. Ich mache das Dach runter. Ich kann schräg Böschungswinkel fahren, alles. Und ich habe kein schweres Teil. Kinder, kommt. Wir müssen los. Okay. Denn was ist das da für ein Peilshop? Damit kannst du gucken, ob du genug Diesel im Tank hast. Echt? Ja. Geil. Ja, das ist eine nette Geste. Ach, die Türken. Ich sag ja, Standsanzeige. Aber ganz ehrlich, es ist besser wie nichts. Und außerdem, wenn wir jetzt gleich in der Tankstelle... Im Bus sicher. Drin, ne? Ja, und das Beste ist, funktioniert hier, auch. Dieses Teil kannst du auch während der Fahrt nutzen. Also wenn deine Frau hinten im Busch am Kochen ist... Ja. Und du musst unbedingt noch weiterfahren. Jetzt, weil die Elefanten mal. Kommen. Ja, genau, weil die Elefanten kommen. Und dann hast du das Teil hier. Was ist das denn? Ja, genau. Und bevor du mich fragst, was ist das denn, dann sage ich, das kommt aus dem Bootsbau. Und beim Bootsbau ist es halt so, du bist auf hoher See. Das hält den Topf. Das hält den Topf. Das kenne ich. Ja, es gibt noch immer Leute, die kennen das. Aber es gibt natürlich auch... Mit so einer Kralle. Kannst es mit der Kralle und dann kannst du unterwegs, also während der Fahrt im Busch, ja, natürlich in Deutschland ist es nicht erlaubt, also nur im Busch verwenden, kannst du hier... Oder in Norwegen darf ich das? Der hält einen doch keiner an. Also wenn deine Frau hier hinten am Kochen ist, dann hält dich jeder an. Oder für verrückt. Es könnte ja auch mal sein, man steht extrem schief. Sag mal, ist das so, dass Flammen auch nach oben gehen? Die Schwerkraft ist ja auch bei Flammen, oder? Ja, die gehen immer nach oben. Ja, nach oben. Wenn man eine Kerze schräg hält, geht die Flamme gerade nach oben. Genau. Und dann kannst du das Ding anbringen und dann den Topf sozusagen festhalten. Mhm. Und dieses Gimmick ist auch gut gemeint, ist es aber dabei. Ist dabei. Frage ganz kurz zur Elektrik, wo wir schon gerade dabei sind und ihr beide jetzt so dicke Freunde seid. Erklär doch mal dem Till, was das alles hier für nette... Also der grüne, Entschuldigung, der Gizmos. Grüne Knopf. Ja. Ja, was ist das? Ich tue den hier auf runter und geh raus und dann wirst du gequetscht. Welcher? Der grüne? Der grüne ist dafür, dass du, wenn du das Dach runterfährst, da musst du so lange dran drücken, bis das Dach zu ist.
Das ist eine reine Sicherheitsvorkehrung, weil ich könnte ja hier irgendwann... Schalter, ne? Genau, das ist einfach so, dass... Also hochfahren geht von allein? Hochfahren, ja. Man geht raus, schaut dazu, das geht alles Magic. Mhm. Und runter musst du auch was dafür tun. Dann hast du hier deine USB-Anschlüsse, 12-Volt-Anschlüsse. Und dann hast du hier dann noch Lichtschalter für außen, die Pumpe, damit du auch Wasser hast. Geil. Guck mal hier. Oh. Ist das türkisches Wasser? Nein, das ist schon deutsches Wasser aus dem Siebengebirge. Wir haben hier unser eigenes Wasser und das schmeckt echt. Ist hier Einfrieren ein Problem im Winter genauso natürlich, wie überall, oder? Wie überall. Du hast aber dort einen Ablass, damit du den Tank leer machen kannst. Okay, so, wir müssen raus. Das heißt, ich habe viele Schalter. Ist hier irgendwas, was noch rumfliegen kann, was wir irgendwie noch sichern müssen? Ja, die Gasflasche tue ich draußen sichern und... So, ansonsten machen wir kurz einen Cut. Erstmal vielen Dank, Till. Wir sehen uns ja gleich. Geht die Fahrt hin zu Liontron nach? Kaldenkirchen. An der holländischen Grenze. Ist das noch NRW oder ist das schon... Das ist Nordrhein-Westfalen. Ist das an der Grenze? Nee, ist mittendrin. Das ist an der Grenze, ein paar Kilometer von den Niederlanden. So, dann bis gleich und Janosch weiter ins Amtes. Das ist der Janosch, hat gesagt, mit dem Ding kannst du bei schönem Wetter 3 Tage ein Wochenende machen mit deiner Frau. Ich glaube, mit einem Kumpel und einem Mountainbike könnte es länger gehen, oder? Da kann es wochenlang gehen, ja. Kann es wochenlang, so. Das ist die, glaube ich, größte Gasflasche, die ich je gesehen habe, eine 4,6 Kilo Flasche. Ja, ich bin schon ganz außer Puste, aber die reicht zum Kochen. Da sind normal ja türkische Flaschen drin. Das heißt, das ist das deutsche Pendant dazu, oder wie? Türkische Flaschen, ja. Aber... Nee, jetzt ohne Witz, ich hab gesehen, in Frankreich haben die wiederum andere Flaschen, da passen aber alle rein, mehr oder weniger. Das ist halt eine Flasche, die passt, sitzt, passt und hat kein Spiel. Ja. Man macht sie hier fest und zur Sicherheit gehe ich da oben nochmal durch. Sie hat auch so einen Kranz, damit der Kopf nicht abfallen kann. Also hier brauchst du keine, wie heißt man, zusätzlichen Mittel. So diese Deckelchen, diese roten Plastikhaube, weil der hat ja eine Haube umbaut. Und wenn hier ein LKW drauf fährt, dann ist deine Kabine kaputt, aber die Flasche wird wahrscheinlich halten, weil das ist ein bisschen... Alle haben gesagt, das ist ja lebensgefährlich, so eine Flasche hier dran zu machen. Ich glaube, lebensgefährlich wäre, wenn sie drin wäre, oder? Ja, im Fahrzeug sollte man keine Flaschen transportieren, nur ganz kurz, wenn man Gas abholt, weil Gas verflüchtigt sich nicht nach oben oder so, sondern es ist schwer, es bleibt unten, auch im Fußraum. Und wenn ich dann irgendwann mal am nächsten Tag einsteige in mein Auto, mache einen Lichtschalter an, irgendwo springt ein Funke über, dann springe ich direkt auch über. Habe ich gesehen. Und hier draußen in so einem passiert da gar nichts, weil das Gas fällt nach unten und durch den Luftzug verflüchtigt sich das und dann ist es auch gut. So, Gasflasche ist montiert. Was ist noch zu machen? Weiß nicht, was soll man noch machen? Ach so. Den Schlauch willst du noch anschließen, ne? Den Schlauch brauchst du nicht, der liegt ja drin. Ja, aber wenn du mir das mal zeigst, wie das geht. Ah, genau. Das nur mal. Du weißt ja, Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. So, das Schöne ist, durch das aussieht, weißt du ja, kennst du ja den. Ist der Gasdruckminderer. Genau, und da, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zum Festdrehen. Und hier unten gehst du einfach ran und machst den. Ach, hat einen Schnellverschluss. Schnellverschluss. Und ich mach sie drauf. Alles erlaubt. Es ist auch noch 10 Jahre gültig, wie man sieht. Das sind keine alten Schläuche. Und auch alles zulässig. Also das bleibt aber nicht montiert. Das macht man immer wieder ab, oder wie? Ich will es abmachen. Ja, warum soll jetzt ein Schlauch da die Tür sein? Was ist das? Das ist ein Bart. Ein Diesel. Ein großer Diesel, ja. Okay. Gut. Ich tue das mal hier rein. So, gerade noch mal kurz. Der weiße Schlauch, was hat der für eine Funktion? Damit kannst du Abwasser ablassen. Abwasser? Abwasser aufmachst, dann kommt dort das Abwasser raus. Okay. Und das andere ist, um den Frischwassertank zu entleeren, da hast du auch den Hahn drin. Damit machst du einen Frischwassertank leer. Klar, wenn du Abwasser hast, ich würde mir so einen Schlauch holen, den da drüber stülpen, da kannst du einen Eimer reinmachen oder irgendwo ablassen. Jetzt hast du die ganze Soße auf der Ladefläche. Ja, genau, aber wenn es regnet, dann wird es auch wieder sauber. Und hier ist dann hier die... So, wir müssen los. Mach mal zu, was ist alles zu machen? Schlüssel hast du von dem Ding? Ja, habe ich. Gut. Wir brauchen noch keinen Lieferschein, weil da vorne ist noch die Leiter, guck mal. Die Leiter tun wir auch gleich. Wir tun ja noch alles verpacken. Ja, das tun wir. Ja auch noch die, die Stützen, wo die kommen Stützen, die hin? Die kommen bei hier hinten auf die Rücksitzbank. Das sage ich aber so, die Stützen kommen auf die Rücksitzbank, sagt er, weil der Bart... Wir müssen das Dach noch zufahren.
Aber das fliegt doch jetzt gleich rum, da wenn... Gut. Nee. Er macht das. Ich mach das. So, bis gleich. Wir fahren das Dach zu. Wir sind in Königswinter zusammen mit Janosch. Einfach Janosch. Einfach Janosch. So, mit Janosch, den Nachnamen. Der wird übrigens so ausgesprochen, wie er geschrieben wird. Und Janosch fährt jetzt die Kabine runter. Nicht die Kabine, nur das Dach. Nur das Dach fährst du runter. Genau. Das Bett ist noch draußen, oder? Ja, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Kann man Bettauflagen liegen lassen eigentlich beim Schließen? Ja. Geht. Das geht. Du wirst gleich sehen, wie viel Platz du da noch drin hast. Zum Vollbeladen und Vollpacken hast du da richtig noch Platz drin. So, jetzt geht das Ding zu. Warte, ich schalte mal gerade rein. So, das mal sehen. Dauert ein bisschen. Ohne Strom ist aber doof, oder? Ohne Strom ist doof. Da kann man nicht... Da sollte man sich irgendwo Strom besorgen und dann halt dementsprechend das Ladekabel oben draußen dran machen und dann hat man Strom. Das ist ein Griff zum Einsteigen. Das heißt, das ist nichts zum Öffnen. Wie kommt man da ran eigentlich hier in die Box? Von innen. Innen? Genau. Okay. So, ich höre schon, wir haben Signal bekommen, wir müssen fahren. Deswegen... So, Fazit von dir, wenn du entsprechend jünger wärst, hättest du eine andere Frau, dann würdest du es sofort kriegen. Ja, und so ein Unterstellplatz oder so ein Platz. Ich wohne mitten in der Stadt, da ist das. Kann ich das mitten in der Stadt hinstellen? Why not? Ja. So, ein paar Mal wird das gehen, bevor das jemand mitkriegt. In die Tiefgarage kommt man noch, ne? Nein. Okay. Hast du gesehen, wie hoch das ist? Das testest du ja dann alles. Ja gut, er fährt ja runter. Ja, schon, aber... Aber da brauchst du auch ein höhenverstellbares Fahrwerk. Aber extrem, und das ist ein bisschen zu hoch. Extrem ist dieses Gefühl, dass das draußen wie eine kleine Kiste aussieht und innen riesig ist. Ja, das ist voll die Mogelpackung. Warte mal kurz. Ja, mach runter, ist okay. Wir fahren eh nicht so weit und dann wird es ja heute noch gelüftet. Wie sieht's aus, das Wetter in... Es bleibt heute so. In Linnepe. Ennepe, nee, wo? Nettetal. Nettetal. Nettetal, Kaltenkirchen. Ich muss mich an diese Namen in Nordrhein-Westfalen auch noch gewöhnen. Ja. In Linnepe, Neppe, egal. So, komm, wir machen Schluss. Vielen Dank, Janosch. Wenn man so ein Ding haben möchte, das heißt den Toyota, diesen hier gibt es zwei Buschcamper, nicht einzeln, ganz wichtig. Also das ist jetzt ein Sonderbau, nur für mich gewesen. Da kommt auch wahrscheinlich demnächst auch noch ein großer Buschcamper drauf, wie wir da sehen. Also fest montiert, aber die Kabine, wenn man die haben möchte. Die kann man bei mir bestellen. Und Preis, ich habe eben gesagt 25, 26, kommt das hin? Oh, muss ein bisschen mehr drauflegen. Bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr, aber je nach Ausstattung natürlich. Ab 26.000 aufwärts. Und dann halt je nach Ausstattung. Wie er hier steht, ungefähr? 30. 30, also mit der ganzen Ausstattung. Ja, vielen Dank, Janosch. Und das Ganze haben wir heute abgedreht in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Bonn. Königswinter heißt der Ort. Zum Fuße des Ölbergs. Genau, im Siebengebirge. Und der Laden hier heißt übrigens Müller Motors. Oder ihr könnt auch einfach eingeben, was ich mal mache, Müller EK. Für eingetragener Kaufmann. Und dann könnt ihr... das Ding hier bestellen. Lieferzeit ungefähr? 2 Jahre? Nee, so etwa 4 Monate. 4 Monate. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Wink mal. Ciao. Ciao.